Ein neuer Tag, ein neuer Booster, Folge 1163. Hallo und herzlich willkommen. Wir legen wieder los hier immer noch mit Yu-Gi-Oh! Legend of Blue Eyes White Dragon, der 25th Anniversary Edition. Und wir haben schon ein paar geile Hits gezogen aus diesem Display. Ja, wenn ihr das verpasst habt bisher, schaut euch ruhig mal die letzten Folgen an. So, Hitotsume-Riese. Ein einäugiges Riesentier mit dicken, kräftigen Armen, deren Schläge sehr großen Schaden anrichten. Dann einäugiger Schilddrache. Dieser Drache trägt sein Schild nicht nur zu seinem Schutz, sondern auch, um damit seine Feinde zu rammen. Yami, ja, das kenne ich auch noch. Alle Unterwäldler und Hexermonster auf dem Spielfeld erhalten 200 ATK und Verteidigung. Zusätzlich verlieren alle Feenmonster auf dem Spielfeld 200 ATK und Verteidigung. M-Krieger Nummer 2. Dieser Krieger ist auf Kombinationsangriffe spezialisiert und mit einer harten, magnetisch überzogenen Rüstung ausgestattet. Dann haben wir hier Dunkler Feuerdrache. Ein Fusionsmonster. Feuergras plus kleiner Drache wird hier als Material benötigt. Und geringerer Drache. Ein kleiner Drache, der kein Feuer speien kann. Ja, schade eigentlich. Rasender Panda. Ein wildes Ungeheuer, das seine Feinde mit einem großen Bambusstab niederschlägt. Dann haben wir hier wütender Meereskönig. Großer König der sieben Weltmeere, der Feinde mit einer riesigen Flutwelle ertränkt. Und die letzte Karte heute hier, Misai Rutsame, ein raketenabfeuernder Fisch, der durch tödliche Stacheln geschützt ist. Ja, bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.